haben Sie gerne Pfeffer? Ich auf jeden Fall sehr. Haben Sie aber auch gewusst, dass Pfeffer einen therapeutischen Effekt hat? Der Dr. Albert Wettstein weiss mehr über das Thema. Margrit Just verbringt trotz Schmerzen in Händen und Füßen viel Zeit mit der Pflege ihres Gartens. Wahrscheinlich sind ihre Nerven in den Händen und Füßen beschädigt. Eine typische Folge der Zuckerkrankheit, an der sie leidet. Medikamente haben keine Linderung gebracht. Darum hat sie Dr. Wettstein kontaktiert. Er hat sich vor seinem Besuch intensiv mit ihrem Fall befasst. Ich besuche jetzt Frau Jost in Niederutzwil. Ich will schauen, ob sie tatsächlich eine Nervenschädigung hat und was man machen kann, wenn man Medikamente, die sie verschrieben hat, nicht so gut verträgt. Grüezi, Frau Jost. Dr. Wettstein. Willkommen. Gut, kommen wir gerne mit rein, schnell. Frau Jost, Sie haben ja Beschwerden, so eine Art Schmerzen. Ja. Wo sind die vor allem? Also von hier bis da hinten und die Füße auch bis da oben. Jawohl. Und die linke Hand? Beide. Und beide Füße gleich. Beide Füße und beide Hände. Ja. Und in den Händen ist es gleich, alle Finger? Ja. Was ist denn das für eine Art Schmerz, die Sie haben? Ja. Ist es wie Nadel oder wie Brennen? Oder? Ja. Kräuseln. Das Kräuseln ist das eine. Ja. Und wenn Sie etwas anlangen? Dann ist einfach der Druck da. Jawohl. Aber Schmerz in dem Sinn haben Sie nicht. Ist nur das Kräuseln? Nein, es gibt schon Schmerzen. Was ist denn das für Schmerz? Das Kräuseln ist das eine. Ja. Und was ist denn der Schmerz? Ja, der ist jetzt einfach gekommen, bis dahinter. Also wie ein Händchen? Ja. Ein ganzes Händchen. Ja. Und da ist gleich wie da? Ja. Da, da gleich wie da. Ja. Das, was Sie haben, ist ja in den beiden Händen und in den beiden Füßen, ja, wie Socken und Händchen, oder? Ja. Genau. Das ist absolut typisch für eine Nervenschädigung durch den Zucker. Mhm. Also Neuropathie nennt man das. Ja. Periphere Neuropathie. Mhm. Socken- und Handschuhförmig. Die Beschwerden kann man mit zwei Arten behandeln. Einerseits mit antiepileptischen Medikamenten und andererseits hat man jetzt die neue Erkenntnis gewonnen, dass, wenn man Pfeffer auf die Haut bringt, wird der aufgenommen von den Nerven bis zum Rückenmark transportiert, bis vor dem Rückenmark transportiert und dann wird dort der Schmerz blockiert. Deshalb empfehle ich Ihnen das Anwenden von so einer Salbe. Beide Hände, beide Füße einstreichen, viermal im Tag und nach einer Woche, zwei, sollte es deutlich besser sein. Ja, das wäre schön. Und der Vorteil von der Salbe natürlich gegenüber dem Medikament ist, dass man viel weniger Nebenwirkungen hat, was das Gleichgewicht angeht, Müde und solche Sachen. Und ich glaube, das rendiert sich, das einmal gut zu probieren. 60% von allen Leuten haben eine markante Linderung von der Beschwerden. Ja, wahr? Ja. Ich hoffe, man gehört zu denen. Ja. Wer Medikamente nicht gut verträgt, gegen Beschwerden von einer Polyneuropathie bei Diabetes, der soll doch einen Versuch machen mit einer Pfeffercreme, die man viermal im Tag einstreichen tut. Wenn auch Sie einen Besuch von mir mit dem Kameradin möchten, melden Sie sich doch bei uns auf dem Telefon 044 512 8 444.